Ein knackiges High-Five in die Runde, mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist endlich soweit, die Patch Notes für Dezember stehen da und wir gehen sie jetzt gemeinsam durch. Am 23.12., also an meinem Geburtstag, wird das neue Update auf die Server draufgespielt. Die Uhrzeiten sind natürlich bekannt, 8 bis 11 Uhr und es werden 1,5 GB plus 200 MB bei der PlayStation Version sein und 1,5 GB bei der Xbox Version. Ich vermute mal, dass die 200 MB, ja, vielleicht sind das die 4K-Updates, wir werden mal schauen. Frohe Weihnachtsfeiertage, meine Freunde, das wünsche ich euch natürlich auch. Ist natürlich geil, dass zu meinem Geburtstag das neue Update kommt. Die Feiertage sind da und wir wollen mit dem Feldzug das letzte Schlachtschiff, dem Yamato-Event und verschiedene neue Möglichkeiten in der Admiralität mehr Aktivitäten als je zuvor anbieten. Wir wünschen euch viel Spaß, bitte beachtet, dass dieses Update 6 Wochen andauert bis zum 3. Februar. Also ihr wisst, beziehungsweise ihr habt gehört, dass dann im Januar erstmal nichts kommen wird. Finde ich auch gut so, man muss ja nicht jeden Monat irgendwie ständig Neuerungen reinbringen und erstmal gucken, wie das alles so läuft. Nun möchten wir euch erst einmal das Beste für das neue Jahr wünschen. Vergesst nicht etwas, Zeit mit der Familie, Freunden und euren Lieben zu verbringen. Also, Bismarck, Tirpitz, wisst ihr Bescheid. Wir freuen uns, dass ihr euch bisher in der Vergangenheit für Legends entschieden habt und wünschen euch viel Spaß mit einem kleinen Geschenk, das wir in den Laden gestellt haben. Holt es euch bis zum 6. Januar. Der Dreifach-Sieg-Bonus wird ebenso vom 25. bis zum 3. Januar verfügbar sein. Das Jahr 2020 wird noch mehr viel bringen, okay? Und wir hoffen, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Wir sehen uns im Jahr 2020. New Yorker Hafen, das ist natürlich sehr, sehr geil. Guckt euch dieses Bild an, meine Freunde, das sieht geil aus. Da freue ich mich schon drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Der festliche New Yorker Hafen wird zu eurer Heimat in Legends komplett mit der berühmten Skyline und der Brooklyn Bridge. Feuerwerk inklusive. Der Hafen bleibt während der gesamten Dauer dieses Updates euer Hintergrundkulisse. Weihnachtscontainer. Oh, jetzt wird es natürlich interessant. Weihnachtscontainer sind eine gute Möglichkeit, Vorräte und Premium-Schiffe zu erhalten. Wir werden einige Wichtel-Container während eurer Reise durch dieses Update verteilen. Die Super Center-Container können im Laden gekauft werden und dazu werdet ihr ein paar vom Feldzug erhalten. Wichtel-Container, in Klammern nicht direkt käuflich, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Bieten Premium-Schiffe der Stufe 3 und 4 und andere verschiedene Waren an. Jubari, Arkansas, oh, G101, meine Freunde. Das ist das einzige Schiff, was mir persönlich noch fehlt. Also ich bin da schon mal sehr gehypt drauf. Iwaki, Texas und Marblehead. Super Center Container haben Stufe 4 und 5 und andere Waren. Also auch pro Container garantierte 50 Sack. Kura-Münzen, da hatten wir ja schon mal im Yamato-Info-Video drüber geredet. Wir wussten ab zu dem Zeitpunkt noch nicht, was die Sakura-Münzen sind. Hier unten drunter, ihr seht es ja, steht dann gleich, was es ist. Also in den Super Center-Container könnt ihr bekommen die Marblehead, die Texas, die Kamikaze, Graf Spee, T61, Mutsu, Dunkirk, De Grasse, Arizona, Warspy. Oh, hier ist ein neues Schiff. Eagle, ein neuer französischer Kreuzer, vorerst nur in Containern, Indianapolis und die Kit. Sakura-Münzen, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Eine neue Währung für den Admiralitätsladen. Zur Auswahl gehören eben allen Verbrauchsmaterialien, auch die Premium-Schiffe G101 und Asashio. Oh, auch ein neuer. Ich vermute mal, das ist ein Zerstörer. Sakura-Münzen können durch den Auftrag überwältigende Kraft sowie durch den gleichnamigen Auftrag Sakura sammeln erhalten werden. 50 Sakura-Münzen befinden sich in jedem Super Center-Container. Diese können im Shop für je 1000 Dublonen gekauft werden. Die Sakura-Sammeln, Missionskarte für G101 und Jombar ermöglicht es, den Spielern eine beträchtliche Anzahl 750 an Sakura Münzen pro Auftragskette zu verdienen. G101 wiederum kann bis zum 30. Dezember zu einem reduzierten Preis von 200 Sakura-Münzen in Klammern 4 Super Center Container sowie aus einem Wichtel Container gezogen werden. Nach der ersten Woche steigt der Schiffspreis auf 750 Sakura Münzen. Wenn ihr also eure Sakura Gewinne absolut maximieren wollt, wartet nicht zu lange. Die Jombar Kette von Sakura Sammeln gibt euch am Ende zusätzlich Robert Georgia, einem großartigen Kapitän für dieses Schiff. Das muss ich
bestätigen, denn Robert Jajar finde ich persönlich mit der beste Schlachtschiffkapitän bei den Franzosen. Benutze ich persönlich auch nur noch. In der Admiralitätssektion des Shops wird die Asashio verfügbar sein. Ein japanischer Zerstörer der Stufe 6, der für 3000 Sakura-Münzen erhältlich ist. Wichtiger Hinweis, bitte beachtet, dass die maximale Anzahl der Sakura-Münzen, die ohne Käufe gesammelt werden können, 2925 beträgt. Um die Asashiro zu erhalten, müsst ihr also mindestens zwei Super Center Container kaufen. Asashiro wird irgendwann in der Zukunft über andere Wege erhältlich sein. Zusätzlich solltet ihr verstehen, dass es erforderlich sein kann, mehr als zwei Yamato-Kämpfe pro Tag zu absolvieren, wenn ihr die überwältigende Kraftaufträge ausführt, was auch den Kauf von Drachenmarken aus dem Shop erfordern würde, so dass die 2925 nur gültig sind, wenn ihr hervorragende Ergebnisse zeigt. Im Durchschnitt könnt ihr ein bisschen mehr als 1800 bis 2000 Sakura-Münzen bekommen, ohne etwas zu zahlen. Also ihr hört schon, ihr müsst ein bisschen Geld investieren, damit ihr die Asashiro, wie auch immer, kaufen könnt. Finde ich aber in Ordnung. Yamato-Event-Übersicht, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Yamato ist endlich da. Beachtet, dass sie für eine begrenzte Zeit spielbar ist, aber sie wird später permanent zurückkehren. Yamato ist das erste Schiff der legendären Stufe. Ihr hört schon, das erste Schiff also. Es ist anscheinend geplant, dass auf jeden Fall noch mehr Schiffe diesen Rang bekommen. Vielleicht kommt irgendwann mal der große Kurfürst, vielleicht auch Friedrich der Große. Wir werden sehen. Sie ist gleichzeitig das mächtigste Schiff im Spiel, daher die besonderen Regeln des Matchmaking, die im Folgenden beschrieben werden. Die hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt, da gehen wir erstmal nicht weiter drauf ein. Aber was noch ganz interessant ist, das stand nämlich in dem letzten Info noch nicht fest. Die Yamato kann nur in einer Division mit anderen Yamatos sein. Die Yamato hat Wartungskosten der Stufe 7. Also, wenn ihr die Yamato spielt, werden euch auch die Wartungskosten abgezogen. Wie bei einem Stufen 7er, also ziemlich hoch. Legt los und holt euch an diesen Feiertagen ein wenig zusätzliche Zerstörungskraft. Jean-Bar, da hatten wir ja auch schon die ganze Zeit drüber geredet. Wann kommt endlich die Jean-Bar? Sie war noch für dieses Jahr angekündigt. Nun kommt sie endlich, meine Freunde. Diesmal läuft unser Feldzug 6 Wochen und enthält nur eine Reihe von wöchentlichen Herausforderungen, ohne die Komponenten Schlacht, Triumph. Na, ich glaube, da fehlt ein T. Ohne die Komponente Schlacht, Triumph. Der Preis für die Admiralitätsunterstützung beträgt 2500 Dublonen, das ist ja normal bei so großen Schiffen, und funktioniert wie bisher nur für diesen speziellen Feldzug. Vergesst nicht, dass ihr die Admiralitätsunterstützung jederzeit freischalten könnt und ihr dadurch alle bereits erreichten Meilensteine, Belohnungen sofort erhaltet. Also stellt sicher, dass ihr euren Fortschritt anschaut, bevor ihr Admiralitätsunterstützung kauft. Die Jean-Bar, ein französisches Premium-Schlachtschiff der Stufe 7, ist die ultimative Belohnung für diesen Feldzug. Abgesehen, wir gucken uns erstmal das Bild an, bevor wir hier weiterreden. Also ihr seht, auch schön mit der Permanenttarnung, richtig, richtig schön. Und wie ich sie vom PC her kenne, also ich habe, wie gesagt, nie PC gespielt, hat sie noch diesen Nachladeboost. Da werden wir auf jeden Fall dann gleich mal drauf gehen. Abgesehen von den frontalen Positionen der beiden Geschütztürme, hat sie ein einzigartiges Verbrauchsmaterial, den Hauptbatterie-Nachladeboost. Das ist das, was ich gerade sagte, was für einen Breitseite zeigenden Gegner äußerst fatal enden kann. Dadurch könnt ihr nämlich viel schneller wieder schießen. Dies könnt ihr in diesem Feldzug erhalten, ist natürlich auch sehr interessant. Die kostenlosen Belohnungen für den gesamten Feldzug. Vierfach einfacher Booster jedes Types, zweimal seltener Booster jedes Types, ein epischer Booster, viermal Typ 1 Tarnung, viermal Typ 2 Tarnung, viermal Typ 3 Tarnung. 5x Weihnachtsmann in Rottarnung, oh cool. 5x Weihnachtsmann in Blautarnung, 13.000 globale EP, 225.000 Kapitäns-EP, 750.000 Creditpunkte, ein Abzeichen, 13 Beförderungsbefehle, eine Auszeichnung, 7 Tage Premium, 250 Dublonen, 5 Wichtelcontainer, ein Super Santa-Container, Jean-Bar auf näherer Hintergrund und Symbol. Alter Verwalter, da ist auf jeden Fall richtig was drin. Gesamtdublonenwert der Belohnung ohne Admiralitätsunterstützung 14.230. Das ist natürlich schon mal ein Haufen. Wenn ihr euch Admiralitätsunterstützung, 2500 Dublonen, die ihr ausgeben müsst, holt, könnt ihr euch diese Belohnung freischalten, wenn ihr den gesamten Feldzug abschließt. 10 seltene Booster, 5 epische Booster, 9x Typ 1, 9x Typ 2, 9x Typ 3,
10 Weihnachtsmann in Rot, 10 Weihnachtsmann in Blau, 19.000 globale EP, 135.000 Kapitäns-EP, 1.050.000 Credit-Punkte, 3 Abzeichen, 23 Beförderungsbefehle, 1 Universal-Auszeichen, das sind die blauen, 750 Dublonen, 5x Wichtel-Container, 1 Super-Santa-Container, Stufe 7 Premium-Schlachtschiff-Jomba. Alter Verwalter, da ist mal ordentlich was drin, Freunde. Gesamtdublonenwert der Belohnung mit Admiralitätsunterstützung 47.895 Dublonen. Das ist ein Haufen Kohle. Gesamtdublonenwert der Belohnung für den gesamten Feldzug 62.125. Das sind umgerechnet über 200 Euro. Das ist richtig geil. Also, Chapeau Wargaming. Ich weiß ja, die PCler sind momentan richtig angefressen. Ich muss sagen, hier auf der Konsole 1A. Da kann ich euch mal auf die Schulter klopfen. Karten und Startpunkt. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Ereignis. Wir haben 2 Arten von Änderungen an den Karten und deren Startpunkte vorgenommen. Hochstufige Startpunkte wurden modifiziert und eine spätere Schiffserkennung zu ermöglichen. Während Karten für Stufe bis zu 6 größtenteils in Bezug auf den Startbalance betrachtet wurde, was bedeutet, dass es leicht Unterschiede zwischen den Teams gab, je nachdem, wo ein bestimmtes Team startete. Diese Diskrepanzen sind oft nicht mehr als 1%, aber wir haben entschieden, dass eine Änderung trotzdem gerechtfertigt ist. Für die folgenden Karten wurden hochstufige Startpunkte mit verzögerter Aufdeckung eingeführt. Nachbarn, auf jeden Fall, Nachbarn war wirklich eine der schlechtesten Spawnpunkte, die es gab. Gerade wenn man hier unten, sieht man es ja, hier unten gespawnt hat, genau hier, dann ist man sofort offen gewesen. Also das war absolut Mist, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich find's sehr, sehr gut, dass das Wargaming eingesehen hat, dass es so einfach keinen Spaß gemacht hat. Weil man war einfach hier unten wirklich gezwungen, immer hier runter zu fahren. Wenn man hier hochgefahren ist, musste man Breitseite zeigen und dann hat man sofort kassiert. Man war wirklich gezwungen, hier Richtung Inseln fahren zu müssen. Zuflucht, Dreizack, Mündung. Jeweils immer Stufe 6 bis 7. Karten, die angepasst wurden, um eine bessere Balance der Startpunkte und Schlüsselpunkte zu gewährleisten, mehr Enge. Okay, hier sehen wir auch nochmal vorher, nachher. Das war jetzt nachher, das ist vorher. Wir schauen nochmal jetzt nachher. Okay. Sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, die waren alle so leicht angewinkelt, jetzt stehen sie gerade. Aber ich habe das Gefühl, dass sie fast alle näher ranstehen. Naja, okay, wir müssen es uns mal angucken, wenn es soweit ist. Splitter, Stufe 5 bis 7, Norden, Stufen 5 bis 7, Neuer Morgen, Stufe 4 bis 6, Ring, Stufe 3 bis 5, Zwei Brüder, Stufe 6 bis 7, Großes Rennen, Stufe 2 bis 4. Einige Karten werden auch weniger als bisher im Matchmaking erscheinen. Stufe 6 und 7, Schiff-Balancing. Ja, Freunde, ich habe es schon gelesen und da war ich nicht ganz so begeistert. Ihr werdet einige mutige Balance-Änderungen im Update finden, die hauptsächlich darauf abzielen, die Kreuzeranzahl ab Stufe 7 zu erhöhen. Lest weiter, um alle Details zu erfahren. Die York. Änderung an der AP-Granaten ermöglicht es ihr, mehr Panzerung auf allen Entfernungen zu durchdringen. Wir haben die York ursprünglich so konzipiert, dass sie sich auf HE verlässt, aber da viele Spieler es vorzogen, AP zu verwenden, haben wir stattdessen diese Granaten verbessert. Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Sie wollten, dass man die York hauptsächlich mit HE spielt. Okay, Freunde. Könnte ich verstehen, aber dann habe ich nicht verstanden, warum haben dann die Deutschen so eine relativ schlechte HE gegenüber anderen Schiffen. Na, also dann hätten sie einfach die HE-Werte ein bisschen höher setzen müssen bei der York, dann hätten die Leute auch mehr HE gespielt. Die HE war aber ziemlich bescheiden und deswegen hat man hauptsächlich AP geschossen. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, jetzt haben sie den AP-Schaden nochmal verbessert. Wir werden sehen. Ich bin nicht so der Fan von der York. Ich mag den Salvenwinkel nicht sonderlich bei der York, deswegen. Aber wir werden es gerne mal testen. Die Akatsuki war im Vergleich zu anderen Kontrahenten insgesamt zu effektiv. Wir wollten auch, dass die Kagero eher eine Verbesserung darstellt. Aber ihr Balancing ist so in Ordnung. Deshalb werden die Torpedos der Akatsuki ein bisschen verändert. Och, das finde ich aber schade. Der Torpedoschaden wurde von 17.233 auf 16.900 reduziert. Das ist natürlich schon mal ordentlich. Das sind über 400 Punkte. Schadenspunkt, das ist natürlich viel. Die Sichtbarkeit der Torpedos wurde von 1,6 Kilometer auf 1,8 Kilometer erhöht. Finde ich in Ordnung. Gerade wir Schlachtschifffahrer, finde ich es in Ordnung, wenn man da die Torpedos ein bisschen früher sieht, dass man halt wirklich noch die
Möglichkeit hat, auszuweichen. Nagato, Amagi und Iowa zeigten im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu viel Kampfpotenzial. Oh oh, Freunde, das hört sich nach einem Nerf an. Außerdem konnten Kreuzer der Amagi und Iowa nicht genügend Schaden zufügen. Deshalb erhielten diese beiden Schiffe eine Änderung der TP. Kompartimentverteilung. Leute, ihr habt immer Wörter, die dem Aufbau, dem Heck und dem Bug mehr TP verleihen, so dass sie etwas leichter zu beschädigen sind. Gut, kann ich verstehen, bei der Iowa definitiv. Ihr kennt's ja, Iowa-Fahrer sind hauptsächlich Fahrer, Rückwärtsgang und frontal bleiben. Hat natürlich den Spielfluss mega gestört. Also das finde ich gut, dass die Iowa am Bug jetzt ein bisschen anfälliger wird. Finde ich wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nagato, die Genauigkeit wurde aufgrund der höchsten Wirksamkeit bei allen Tier 6 Schlachtschiffen reduziert. Die maximalen Schaden von panzerbrechenden Granaten wurde von 12.600 auf 12.100 reduziert. Oh, 500 Punkte weniger. Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand jetzt die Nagato nicht zu stark. Klar, die Nagato hatte das große Kaliber. Aber ganz ehrlich, dafür war die Nagato ziemlich schnell durchschlagen. Also ich fand jetzt nie, dass eine Nagato deutlich stärker war als andere Sechser. Also mit der Kneisenau hatte ich immer sehr, sehr gute Ergebnisse gegenüber der Nagato. Die King George mit ihrer bösen HE hat die Nagato abgefackelt. Was gab's noch? Colorado. Colorado ist halt wirklich so, was die Steuerung angeht, halt das schlechteste Schiff auf Stufe 6. Aber sonst, ich fand jetzt nicht, dass die Nagato wirklich so dermaßen krass war. Aber okay. Nagato schritt in ihrer Siegrate ein wenig über ihre Grenzen. Finde ich persönlich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb erhält sie einen leichten Abzug auf ihre Artillerie. Okay. Kann ich noch verkraften. Kann ich noch verkraften, aber verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Denn ich muss sagen, ich fand die Nagato gut, wie sie war. Amagi. Maximaler Schaden panzerbrechender Granaten wurde von 12.600 auf 12.100 reduziert. Okay. Die Ruderstellzeiten bei der Rumpf wurde erhöht. Für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich fand die Amagi auch gut, wie sie war. Maximaler TP des Schiffes wurde für beide Rümpfe reduziert. Okay. Rumpf A, 59.300 auf 56.300. Alter Verwalter. Rumpf B, 66.300 auf 62.300. Leute, euer Ernst? So viel nehmt ihr dem Schiff an Leben weg? Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich fand die Amagi wirklich nicht übertrieben. Ich fand die Amagi wirklich gut. Und man hat die Amagi, weil sie auf der Breitseite extrem empfindlich ist, hat man die Amagi immer verdammt gut durchschlagen können. Selbst mit der Bismarck hat man gegen eine Amagi deutlich gut austeilen können. Also, boah, das finde ich krass. Also die Amagi so zu nerven, boah, nee. Das kann ich nicht wirklich ganz nachvollziehen. Obwohl die Amagi nicht die beliebteste Wahl unter den Schlachtschiffen der Stufe 7 ist, ist sie sicherlich die effektivste. Deshalb die Abschwächung der Artillerie. Ja, aber es ist ja nicht nur die Artillerie, die ihr abgeschwächt habt, sondern ihr habt ja auch einfach mal, ja, 4000 Leben runtergezogen. Finde ich nicht gerechtfertigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Leben hättet ihr lassen können. Das mit den Granaten kann ich nachvollziehen, okay. Aber sie hat halt auch momentan das größte Kaliber. Das muss man einfach so sagen. Deswegen fand ich den Schaden auch gerechtfertigt. Und ja, die Amagi hält an sich so nicht viel aus. Also sie ist wirklich auf der Breitseite sehr empfindlich. Klar, angewinkelt hält sie was aus, aber sie ist nicht unbesiegbar. Also ich fand sie wirklich deutlich angenehmer als Gegner, wie zum Beispiel eine Iowa oder eine Alabama. Okay, jetzt zum Schluss der Iowa. Da bin ich mal gespannt. Die Iowa soll wohl hier auch genervt werden. Maximaler Schaden panzerbrechende Granate wurde von 13.500 auf 12.100. Alles klar. Okay, wir sehen es gerade. Also, der Schaden wurde ja gleichgezogen. Also, die Amagi macht den gleichen Schaden jetzt wie die Iowa, obwohl die Amagi ein größeres Kaliber hat. Okay. Habe ich anfangs eh nicht verstanden, warum die Amagi weniger Schaden macht wie eine Iowa. Aber das finde ich gut. Dass die Iowa ein bisschen genervt wird, finde ich wirklich gut. Weil ich finde, die Iowa-Fahrer sind einfach stinkelangweilig. Ne? Die fahren die meisten. Also ich will nicht hier sagen, alle Iowa-Fahrer, sondern wirklich die meisten oder ein Teil der Iowa-Fahrer sind einfach so dermaßen langweilig, weil sie halt wirklich einen Rückwärtsgang reinhauen und frontal stehen bleiben, weil frontal einfach nichts durchgeht. Okay. Auf 12.100 reduziert. Iowa wurde einfach für lange Zeit als übermächtig wahrgenommen. Wir wollen diesen Wahrnehmung ein wenig abschaffen, obwohl es wahr ist, dass sie leichter zu nutzen ist als die Amagi. Das stimmt. Ja, das ist wirklich so. Wollten wir nicht übertreiben. Zukünftige Änderungen sind noch möglich. Allen Kreuzern der Stufe 7 fehlt es an
Überlebensfähigkeit gegenüber Schlachtschiffen, das sie zu einer weniger beliebten Wahl machte. Was wir ändern wollten. Deshalb erhalten sie das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Och, das finde ich cool. Außer Charles Martel, welche großartige Ergebnisse zeigt, auch wenn nie eine endgültig Balance gibt. Charles Martel, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt nicht so berauschend. Aber okay, ich finde es geil. Hipper mit Reparaturmannschaft, geil. Einfach nur geil. Finde ich generell. Ich hätte generell den Kreuzern von Anfang an Reparaturmannschaften gegeben. Warum nicht? Warum nicht? Gibt ihnen doch auch die Chance, dass sie sich heilen können. Sie halten halt deutlich weniger aus. Und wenn man sie richtig trifft, ihr kennt mein Bismarck-Video, da habe ich eine, was war es, eine Miyoko oder war es eine Mogami, ich weiß es gar nicht mehr. Und eine, was waren das andere? Eine Indianapolis war es, glaube ich, ne? Da mit One-Shot rausgenommen. Deswegen gebt denen ruhig die Reparaturmannschaften, damit sie halt nochmal die Chancen haben, sich ein bisschen zu heilen. Diese Änderung wird die Langlebigkeit der Kreuzer verbessern und mehr Platz für Fehler und deren Korrektur lassen. Finde ich gut. Wirklich, chapeau Wargaming, finde ich klasse. Das sollte ihr Gameplay etwas fehlverzeihender machen. Dies wird sich auch auf ihre Fähigkeiten auswirken. Zerstörern in hochrangigen Kämpfen entgegenzuwirken, was möglicherweise die Anzahl der Zerstörer pro Spiel reduziert. Finde ich gut. Die Idee ist wirklich klasse, damit halt wirklich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in das Spiel reinkommt. Weil ich habe es in meiner eigenen Community gelesen, dass sich die Leute halt so dermaßen aufgeregt haben, dass immer und immer und immer wieder 5 Zerstörer drin sind. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, Freunde, ich bin ja mittlerweile wirklich, ich fahre sie alles gerne, Zerstörer, Kreuzer und Schlachtschiffe. Es ist immer, egal was man fährt, es ist immer die falsche, ich sag mal, der größte Gegner ist immer am meisten vertreten. Wenn ich Zerstörer fahre, habe ich immer 5 Kreuzer im Gegnerteam. Wenn ich Kreuzer fahre, habe ich 5 Schlachtschiffe im Gegnerteam. Wenn ich Schlachtschiff fahre, habe ich 5 Zerstörer im Team. Also es ist, im Gegnerteam. Also es ist egal, was man fährt. Es war einfach generell. Naja, vielleicht haben wir jetzt das Glück, dass es ein bisschen ausbalancierter wird. Was natürlich den Spielspaß wieder steigen würde. Und eventuell auch endlich mal das Teamerlebnis steigern würde. Aber dafür müssten halt wirklich die Camper endlich mal aufhören, sich dahinter Inseln zu verstecken und dann einfach nur da permanent penetrant da drüber zu schießen. Aber ich glaube, ja, diese Leute werden damit niemals aufhören. Sonstige Änderungen. Verbleibende Franken werden mit einer Rate von 1 zu 7500 Creditpunkte zu einem Franken vergütet. Die Premium-Versorgungsmission ist nun für die Premium-Schiffe der Stufe 7 verfügbar. So, Bugfixes. Ich bin ja mal gespannt, ob mein Fehler, den ich auch immer wieder im Stream habe, dass er hin und her switcht, endlich auch behoben wurde. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Einladung von Division manchmal nicht auf der PlayStation funktioniert. Okay, hatte ich noch nie. Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Kamera in die Tarnungsvorschau in der Rotation stecken blieb. Entschuldigung. Hatte ich auch noch nicht. Ein Fehler wurde behoben, bei dem das falsche Schiff ausgewählt wurde, nachdem es von einer Schlacht in den Hafen zurückgekehrt war. Ja, das hatte ich auch schon. Ein visueller Fehler wurde behoben, bei dem der Schiffsname manchmal außerhalb des Symbols angezeigt wurde. Das hatte ich noch nie. Die Probleme mit der Bildrate beim Navigieren durch das soziale Menü wurde behoben, wenn der Spieler zu viele Freunde hatte. Das ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ein seltener Fehler wurde behoben, dass der Spiel zum Absturz brachte, als man versuchte, einen Spieler einzuladen, der bereits in einer Division war. Hatte ich auch noch nicht. Ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem schnellen Wechseln zwischen Schiffen die Übersichtskarte falsch angezeigt wurde. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ein seltener Fehler wurde behoben, dass das Spiel zum Absturz brachte, als man versuchte, sich mit den Schiffen in einer Division zusammenzuschließen, deren Stufe zu unterschiedlich war. Hatte ich auch noch nicht. Ja, meine Freunde, das waren die großen Neuerungen. Ich persönlich muss sagen, ich bin echt glücklich. Also ich freue mich sehr drauf. Ich bin schon gehypt drauf. Gerade auf Jean-Bar und natürlich auf die G101 und natürlich auf die Yamato. Ja, wir gucken, ob wir hier nochmal die Bilder haben. Hier einmal Jean-Bar. Und dann gibt es hier noch die Yamato. Oh, da freue ich mich drauf. Auf die Yamato freue ich mich wirklich riesig. Ich bin ein riesen Yamato-Fan. Und natürlich auf die G101 und auch auf New York. Ja, Freunde, was sagt ihr dazu? Findet ihr, dass es gerechtfertigt ist, dass die 7er Schlachtschiffe genervt werden? Also jetzt Iowa, Amagi und dann der 6er Nagato. Oder sagt ihr, nee, sehe ich nicht ein. Also wie gesagt, bei der Iowa kann ich es nachvollziehen. Finde ich gut, dass auch sie jetzt frontal nicht mehr ganz so viel aussieht. So sind halt auch die typischen Iowa-Fahrer gezwungen, endlich mal mit den Leuten zu spielen und nicht einfach nur rückwärts zu fahren und einfach rumzuballern. Das finde ich gut. Amagi finde ich jetzt persönlich nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre sie ja selber sehr gerne und hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich jetzt das mächtigste Schiff in diesem Spiel bin. Also ich fand sie wirklich gut ausbalanciert. Nagato finde ich auch jetzt nicht so verständlich. Ja,
Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und was sagt ihr hier zu diesen Weihnachtscontainern und zum Wichteln? Ich bin da wirklich echt gehypt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar gibt es auch wieder einiges, was man an Kohle ausgeben kann. Aber man muss halt auch bedenken, das Spiel ist im Grunde Free-to-Play. Und ich finde, World of Warships Legends ist wirklich noch eins der fairsten Spiele, die man auf dieser Basis findet. Muss man ganz ehrlich sagen. Man kann wirklich extrem viel kostenlos spielen. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn dann solche Container kommen, wo man selbst entscheiden kann, kaufe ich mir sie oder kaufe ich sie mir nicht. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!